Für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Juli 2017 berichtete die TAZ, die Tageszeitung, über Genrietta Likaczowska. Sie war damals 79 Jahre alt. Genrietta lebt von Sozialhilfe und hat für Lebensmittel nur 2 € pro Tag zur Verfügung. Als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling muss sie 2-mal pro Jahr nach Russland reisen, um ihre dortige Rente persönlich abzuholen. Und das kostet sie jedes Mal viel Geld. Der wachsende Antisemitismus in St. Petersburg und die Hoffnung auf Medikamente gegen ihre Asthmaerkrankung trieben sie 1996 nach Deutschland, und da war sie 58 Jahre alt. Aber ihr wissenschaftlicher Abschluss wurde nicht anerkannt. Sie durfte nicht als Physikerin arbeiten, engagierte sich aber als Seniorenvertreterin in Berlin-Mitte. Und am meisten ärgert sie, dass ihre Arbeitsleistung in der Sowjetunion für die Rente nicht anerkannt wird. Das nimmt ihr ihre Würde. So wie ihr geht es vielen älteren und betagten Jüdinnen und Juden in Deutschland. Zwischen 1991 und 2006 waren 216.000 jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer und ihre Familienangehörigen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion aufgenommen worden. Mehr als die Hälfte von ihnen ist akademisch gebildet und hochqualifiziert, und rund 115.000 von ihnen waren schon damals zwischen 40 und 79 Jahre alt. Der Runde Tisch der DDR, der Ministerrat der DDR und die Ministerpräsidentenkonferenz hatten die Jüdinnen und Juden explizit nach Deutschland eingeladen. Meine Damen und Herren, angesichts der Shoah haben wir die historische Verantwortung, jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich zu machen und zu fördern. Die Tatsache, dass die jüdischen Kontingentflüchtlinge gekommen sind, ist ein großes Glück und eine Bereicherung für Deutschland. Aber es gibt ein großes Problem. Viele der Jüdinnen und Juden, die damals kamen, haben trotz hoher Qualifikation und vielen Arbeitsjahren so geringe Rentenansprüche, dass davon eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter nicht möglich ist und sie sehr oft ergänzende Grundsicherung im Alter beziehen müssen, also Sozialhilfe oder Rentner-Hartz IV. Warum ist das so? Nun, es gibt mit den betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion keine Sozialversicherungsabkommen, so wie sie es mit anderen Staaten gibt, beispielsweise Albanien oder Serbien. Gäbe es sie, dann würde beispielsweise die Erwerbszeiten aus Russland auch für die Rente in Deutschland angerechnet. Das ist aber nicht der Fall. Die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die mit den Jüdinnen und Juden oft im selben Betrieb, am selben Arbeitsplatz und an derselben Werkbank gearbeitet haben, erhalten hingegen Renten nach dem sogenannten Fremdrentengesetz. Hier werden die im Herkunftsland zurückgelegten Zeiten in deutsche Renten umgewandelt. Aber auch diese sogenannten Fremdrenten der Spätaussiedler wurden 1991 und 1996 insgesamt um 40% abgesenkt, und viele von ihnen leben deshalb in Altersarmut. Auch hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Aber dass die dem sogenannten deutschen Sprach- und Kulturkreis zugerechneten Zuwanderer aus Russland Renten nach dem Fremdrentenrecht erhalten und die jüdischen Zuwanderer nicht, ist und bleibt ungerecht. Meine Damen und Herren, die Eingliederung der vor 1989 aus der DDR Geflohenen, die Eingliederung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und die Eingliederung der jüdischen Einwanderinnen und Einwanderer ist jeweils eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs und der Verantwortung für die deutsche Geschichte. Das sagt unser ehemaliger Kollege Volker Beck, und ich finde, er hat recht. Professor Micha Brumlik, Dr. Sergei Lagodinsky und er haben im April 2018 den Aufruf Gerechtigkeit für jüdische Zuwanderer im Rentenrecht gestartet. Diesen Aufruf haben über 100 Prominente aus ganz Deutschland unterzeichnet, unter anderem Henriette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, Gerhard R. Baum, Bundesinnenminister AD, der Schriftsteller Günter Wallraff, der Kabarettist Jürgen Becker, der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege, der Schriftsteller Navid Kermani und Odette
Horowitz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Nordrhein, um nur einige wenige namentlich zu nennen. Diesen Aufruf habe ich zum Anlass genommen, mit meinen geschätzten Kollegen Markus Kurt und Johannes Vogel eine gemeinsame parlamentarische Initiative auf den Weg zu bringen, um die Alterssicherung von Jüdinnen und Juden zu verbessern. Habt vielen Dank dafür. Und ganz besonders danke ich den drei Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Petra Pau, Claudia Roth und Wolfgang Kubicki, dass sie unseren gemeinsamen Antrag unterstützen und ihn gestern auf Einladung der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Herzlichen Dank an alle drei. Meine Damen und Herren, FDP, Bündnis 90, die Grünen und die Linke sind sich in dieser Frage einig. Wir fordern die Bundesregierung gemeinsam auf, umgehend zu handeln, um die Alterssicherung der jüdischen Kontingentflüchtlinge schnellstmöglich zu verbessern oder dem Bundestag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Wir haben unterschiedliche Präferenzen, welcher Weg beschritten werden möge. Erstens, Linke und Grüne bevorzugen die Aufnahme ins Fremdrentenrecht und die Gleichstellung mit den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Zweitens, die FDP setzt eher auf den im Koalitionsvertrag von Union und SPD bereits verabredeten Härtefallfonds, der explizit die jüdischen Kontingentflüchtlinge und die Spätaussiedler nennt. Und drittens fordern alle drei Fraktionen die Bundesregierung auf, sofort einen neuen Anlauf für Sozialversicherungsabkommen mit den betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu machen. Das wäre der Königsweg. Liebe Bundesregierung, liebe CDU, CSU und SPD, das sind drei Lösungswege. Beschreiten Sie einen davon oder einen vierten Weg, wenn er Ihnen geeigneter erscheint. Lösen Sie das Problem, egal wie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Matthias W. Birkwald. Und bevor ich Herrn Schraubinger das Wort erteile, möchte ich den schon zitierten Volker Beck hier bei uns im Haus herzlich begrüßen. So, und jetzt hat das Wort der Kollege